Heute Express, die Kurznachrichten, einen schönen guten Tag. Der ehemalige UN-Generalsekretär Kofi Annan ist tot. Er starb am Morgen in einem Krankenhaus in Bern im Alter von 80 Jahren. Als erster Politiker aus dem südlichen Teil Afrikas führte der Ghanaer die Vereinten Nationen von 1997 bis 2007. 2001 erhielt er den Friedensnobelpreis. Gewürdigt wurde sein Einsatz für eine gerechtere und friedlichere Welt. 4 Tage nach dem Brückeneinsturz in der italienischen Hafenstadt Genua haben Rettungskräfte 3 weitere Leichen unter den Trümmern entdeckt. Damit steigt die Zahl der Toten auf 41. Am Vormittag gedachte das Land der Todesopfer. Bei den Trauerfeierlichkeiten in Genua nahmen Familien und Angehörige Abschied von ihren Lieben. Italiens Präsident Mattarella bekundete persönlich sein Beileid. Bundeskanzlerin Merkel empfängt am Abend Russlands Präsidenten Putin auf Schloss Meseberg. Bei dem Treffen soll es um die Konflikte in der Ukraine und in Syrien gehen. Auch die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream 2 ist ein Thema. Zuletzt war Putin vor 4 Jahren zu Gesprächen mit Merkel in Deutschland. Schwere Überschwemmungen im Süden Indiens. Im Bundesstaat Kerala sind bereits mehr als 320 Menschen ums Leben gekommen. Mehr als 200.000 mussten ihre Häuser verlassen. Die Armee versucht, die schwer zugängliche Region mit Hilfsgütern zu versorgen. Indiens Regierungschef Modi machte sich vor Ort ein Bild von der Lage und sprach von der schlimmsten Flut seit 100 Jahren. Die Preise für Schweinefleisch müssen nach Ansicht des Deutschen Bauernverbandes drastisch erhöht werden. Um die Tierschutzauflagen einzuhalten, wie beispielsweise das Kastrieren von Ferkeln unter Narkose, müssten die Verbraucher fast doppelt so viel zahlen. Wenn nicht, drohe einigen Betrieben der Bankrott. Soweit unser Überblick mit heute Express. Wir melden uns hier später wieder. Bis dahin. Tschüss.